Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 74, Beschlussempfehlungen, Drucksache 1048. Da sollen zwei getrennt abgestimmt werden. Auf Wunsch der Linken, das ist einmal die 4751 aus der letzten Legislaturperiode und die 192 aus dieser Legislaturperiode. Wie wir das immer geübt haben, ziehen wir dir vor. Können wir die beide gemeinsam aufrufen? Vielen Dank. Dann rufe ich die hiermit beide gemeinsam auf. Wer ist für die Beschlussempfehlung? Den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der Fraktion der Linken vom Hause einstimmig angenommen. Ansonsten lasse ich über die restlichen viel, viel mehr in der Drucksache 1048 aus der Legislaturperiode der diesen abstimmen. Wer ist für die Beschlussempfehlung? Wer ist dagegen? Enthaltung, einstimmiger Beschluss des Hauses. Ich bedanke mich ganz herzlich. So, jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten. Und jeder von uns ist mitentscheidend bei der Frage, wann kommen wir hier raus? Pool oder Pol oder wie auch immer. Ich schlage zur Vereinfachung vor, dass Sie mir erstens erlassen, dass ich immer alles vortragen muss, sondern dass es reicht, wenn ich den Betreff vortrage. Zum Zweiten, dass Sie mir erlassen, dass ich den Berichterstatter vortrage, um dann zu sagen, dass auf die Berichterstattung verzichtet wird. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen, sondern haben wir schon mal zwei ganz wichtige Sachen. Der Pol oder die Pool, wie auch immer, kommt näher. 62 rufe ich aus. Beschlussempfehlung aus der 20. Legislaturperiode, damit höre ich jetzt auch auf, 1058 zu 557. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltung keine. Das heißt, bei Gegenstimmen der Fraktion der AfD einstimmig angenommen. Ja, darüber kann man sich, aber wir machen kein Seminar mehr jetzt. Also das können wir gleich, nee, wir Juristen haben da manchmal eine andere Auffassung. Ist egal, ich mache da nicht mit jetzt, sondern ich mache bei 63 weiter. Wir kommen zu 63, da geht es um Jugendoffiziere. Beschlussvorlage ist 1059, ursprünglich 787. Wer stimmt dafür? Das ist grün, das ist rot, das ist schwarz. Wer ist dagegen? AfD, die FDP und die Linke. Damit angenommen. Stimmenthaltung SPD. Ich habe euch vergessen. Trotzdem angenommen. Danke. 64. Da geht es um das Thema die besten Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen. Das ist die Drucksache 1060 zu dem ursprünglich 788. Wer ist da dafür? CDU, Grüne. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses. Dann muss ich diesmal nicht fragen, wer sich enthält. Trotzdem angenommen. Nummer 65. Da geht es um das Thema Bundeswehrs Parlamentsarmee, hat die Nummer 1061, Ursprungsnummer 840. Da dafür ist wer? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der Freien Demokraten und Gegenstimmen der Sozialdemokraten hat das Haus die Beschlussempfehlung angenommen. 66. Es geht um die Frage, Bundeswehr leistet unverzichtbaren Beitrag. Drucksache Nummer 1062, Ursprungsnummer 847. Zustimmung? Ablehnung? Enthaltung? Bei Enthaltung der Sozialdemokraten gegen die Freien Demokraten hat das Haus die Beschlussempfehlung angenommen, mehrheitlich angenommen. 67, da geht es um das Thema Bekämpfung der Internetkriminalität, Drucksache Nummer 1066, Ursprungsnummer 630. Der Herr Schaushardt meldet sich und sagt, Moment, können Sie mal draufdrücken, ich habe immer, ja. Ja, Herr Präsident, ich bin eben davon ausgegangen, bitte um Entschuldigung, dass Sie die Drucksache 1062 aufgerufen haben bei der Abstimmung. Deswegen, wenn das jetzt die Drucksache 1066 war, dann bitte ich Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass wir gegen die Empfehlung abgestimmt haben.
Ja, oder wir machen noch mal eine neue Abstimmung. Sie, wir haben jetzt, ja, weil er 67. Nein, das können wir noch. Freunde, denkt an Pool und denkt an Pol. Wir haben eben gerade abgestimmt über die 1062. Da wart ihr dafür. Da wart ihr dafür. Gut. Und jetzt, so, jetzt gehen wir zur Nummer 67. Das ist auch ein bisschen verwirrend, weil das hat die Drucksachennummer 1066. Das ist die Internetkriminalität. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Und wer enthält sich? Bei Enthaltung der Sozialdemokraten und der Freien Demokraten gegen die Stimmen der Linken mehrheitlich angenommen. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 68 und zur Drucksachennummer 1067. Hat uns auch wirklich schwer gemacht, irgendwie, finde ich. Ursprungsnummer 623. Das Thema ist Biodiversität erhalten. Wer ist für die Beschlussempfehlung? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Gegen die Stimmen der Linken. Vielen Dank. Bei Enthaltung der Sozialdemokratie mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 69, Drucksachennummer 1068, Ursprungsnummer 684. Geht es noch einmal um Biodiversität? Biodiversität? Ich übe das nachher noch. Okay. Wer ist für diese Beschlussempfehlung? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der Sozialdemokratie gegen die Stimmen der Linken, der Freien Demokraten und der AfD angenommen. Nummer 70, Drucksachennummer 1075, Ursprungnummer 791. Es geht um die Frage Schulgeldfreiheit. Das geht mir irgendwie flüssiger als Diversität über die Lippen. Wer ist für die Beschlussempfehlung 1075? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Immer mal was Neues. Bei Enthaltung der AfD gegen die Stimmen der Freien Demokraten, der Sozialdemokraten und der Linken angenommen. So, letzte Seite kommt nah. Nummer 71, das ist die Drucksachennummer 1076, Ursprung 792. Es geht um die Frage Mindestvergütung für Auszubildende. Bitte. Herr Präsident, hier bitte ich, die beiden Ziffern 1 bis 3 und 4 getrennt abzustimmen. Ja, meine ich ja. Also die Ziffer 1 ist 1 bis 3. Ja, ich lese ja das vor, was hier steht. Ja. Ihr habt es nicht. Ist denn. Wissen die parlamentarischen Geschäftsführer, was damit gemeint ist? Da ich das auch mal war, kann ich das nachvollziehen, diese Antwort. Okay, dann stimmen wir jetzt getrennt über die beiden Ziffern ab. Wir stimmen über die erste Ziffer ab. Wer ist da dafür? Wer ist dagegen? Bei Gegenstimmen der Linken und der Sozialdemokratie angenommen. Wer ist für die zweite Ziffer? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Bei Gegenstimmen der SPD und Enthaltung der Linken angenommen. Sie merken, ich wusste nicht, ob das A oder B oder 1 oder 2 ist. Deshalb habe ich das ein bisschen diplomatisch eben umschrieben. Aber wir sind hier gut durchgekommen. Jetzt üben wir dasselbe noch einmal mit der Beschlussempfehlung und der Tagesordnung 72 auf Wunsch der FDP. Da sollte eine getrennte Abstimmung stattfinden. Vorhin habe ich das Ding auch noch hier liegen gehabt. Jetzt ist es wieder weg. Das waren auch zwei Ziffern, gell? Ja, ja, eben. Genau, habe ich noch richtig im Kopf. Wer ist für 1 bis 3? Den bitte ich um die Zustimmung oder auch, ja, um die Zustimmung. Wer ist dagegen? Enthaltung. Bei Enthaltung der AfD und der Sozialdemokratie angenommen. Wer ist für die zweite Ziffer? Bitte ich um Zustimmung. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Gegen die Stimmen der Freien Demokraten. Bei Enthaltung der AfD und der Linken mehrheitlich der SPD, Entschuldigung, ja, mehrheitlich so beschlossen. Vielen Dank, dass ihr aufpasst. Jetzt kommen wir zum, nee, das ist nicht egal, für die Annalen. Und wenn jemand mal irgendwann das Protokoll zitiert, und das haben wir doch alles schon gehabt, Freunde, wir sind gleich fertig. Nummer 73,
Drucksache Nummer 1078, Ursprung 848. Es geht um die Frage Ausbildungsfinanzierung in Gesundheitsfachberufen. Wer ist für diese Beschlussempfehlung? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der Freien Demokraten gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und der Linken mehrheitlich so angenommen. Wenn ich das alles richtig sehe, sind wir damit am Ende der Tagesordnung. Müsst ihr mir sagen, der Top 2, der ist jetzt Top. Ja, ich habe es hier nicht draufstehen. Also, die parlamentarischen Geschäftsführer haben sich geeinigt, dass der Top 82 nicht verloren gegangen ist, sondern noch irgendwo lebt. Ich darf jetzt noch alle Freunde bitten, die Mitglieder im Ausschuss für Umwelt. Ist noch nicht bestimmt. Ja. Er ist in, also wir können es euch jetzt auch genau sagen. Ihr PGFs habt das geschoben auf die zweite Sitzung in diesem Monat. Aber wir wissen es jetzt auch wieder. Vielen herzlichen Dank. Ich kann auch noch lange unterhalten, wenn ihr wollt, aber ich kann es auch lassen. So, jetzt freue ich mich darüber, dass der Umwelt-, Klimaschutz-, Landwirtschafts- und Verbraucherausschuss sich in 510 zusammenfindet, dass sich der Ausschuss Wissenschaft und Kunst in 204 Ämts zusammenfindet und dass es ansonsten eine Reihe von entsprechenden Veranstaltungen noch gibt. Unter anderem lädt der Hessische Bauernverband ein zum Abend der Agrarwirtschaft mit Übergabe der Erntekrone. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist mit dem Hinweis geschlossen, dass wir uns morgen um 9 Uhr hier fit wieder treffen. Vielen herzlichen Dank.